Was ist das hier? Ah, auch ein Sternensplitter, okay. Naja, chill, 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 chill! Okay. Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Ihr habt scheiß Posten erhalten. Wirklich scheiß Posten. Okay, es hat sehr viele Monster da. Ist es neu? Ist ja witzig. Hey, du da. Moment mal, warum habt ihr so leuchtige Augen? What the... Hä? Es gibt da was, das wir nur mit dir bequatschen können. In Gorone treiben sich gerade einige ganz schön schwere Jungs herum. Wenn du Edelsteine bei dir trägst, sollst du deshalb alles schnellstens abstoßen, bevor sie dir jemand noch abknöpft. Wir sind natürlich die guten Goronen. Verkauf an uns, damit du im Handumdrehen Stein, dann bist du im Handumdrehen steinreich. Wir geben dir 3 Rubine für jeden Edelstein. Egal welche Sorte. Nein? Soll ich? Die sind suspekt, Chat. Hey, was führt die da im Schilde? Oh, gar nicht gut. Nicht sie weg hier, Hiel. Doch sind Goronen. Seit wann haben die so Leuchtaugen? Oha, da hast du aber nochmal Glück gehabt. Seit der Todesberg nicht mehr ausbricht und die Lava abgekühlt ist, kommen endlich wieder hylianische Reisende hierher. Aber diese Typen müssen natürlich gleich wieder versuchen, sich an ihnen zu bereichern. Sobald sie einen gutgläubigen Reisenden treffen, nehmen sie ihm all seine Edelsteine zu Spottpreisen ab. Tja, nachdem dieses Zeug, das sie... Viel zu wenig, ja, definitiv. Ja, aber weißt du, das ist mir schon bewusst. Ich dachte einfach nur, falls das irgendwie zu der Quest gehört, dass man irgendwie einen Edelstein gibt für 3 Rubine und dann irgendetwas auslöst. Ja. Benehmen sich alle irgendwie komisch. Ach, auch du solltest dich vor jedem Goronen, der Schlemmsteine dabei hat, in Acht nehmen. Ich bin Ramella, Juwelierin aus Gerudo-Stadt im Südwesten von Hyrule. Die Yonubau handelt mit hochwertigen Edelsteinen, also komme ich immer hierher, um meine Bestände aufzufüllen. Wenn du gute Edelsteine hast, nehme ich sie dir auch gerne ab. Ha? Unhöflich, ich würde dich niemals betrügen. Naja, andererseits wurdest du gerade fast übers Ohr gehauen, also kann ich deine Reaktion durchaus nachvollziehen. Sei beruhigt, ich werde dich nicht zu nichts zwingen, aber gib mir einfach Bescheid, wenn du Edelsteine verkaufen möchtest. Im Moment brauche ich besonders dringend Bernstein. Falls du mit 10 Stück Bernstein verkaufen könntest, würde ich sogar etwas mehr als die anderen Läden dafür bezahlen. Na dann, ich ziehe weiter nach Corona. Vielleicht gibt es da auch noch einen anderen ähnlichen Haut. Pass bitte auf dich auf. Ja? Du willst Edelsteine verkaufen? Ja? Entschuldige, sag mal, ja, danke, das weiß ich. Bei heutigen Jugend ist es angeblich modern, nur kurz Sarg zu sagen. Das hat mir das sehr geholfen. Von dir kaufe ich gerne jederzeit wieder Edelsteine, aber beim nächsten Mal interessiere ich mich vielleicht für andere Edelsteine. Wenn du mehr wissen möchtest, komm einfach bei mir vorbei. Bernstein, wenn du... Du willst mir noch mehr Edelsteine... Stimmt das? 10 Topas für 1000 Rubine. Habe ich nicht. Kommt.
Okay. Also alle, die ein Schlemmstein, hat das geheißen. Oder Schlemmer. Schlemm, glaube ich. Schlemmstein haben. Die, oft vor denen müssen wir uns in Acht nehmen. Coronia. Krass, wir sind hierher. Wir sind nicht hierher. Wir konnten nicht hierher kommen ohne Mega-Rüstung. Okay, die haben irgendwie alle komische Augen. Jugend von heute. Jetzt auch noch Torwächter krank. Und das, obwohl ich alle eindringlich vor dem Schlemmsteinen gewarnt habe. Also der Grund, warum alle sich so merkwürdig benehmen. Es liegt an den Schlemmsteinen, die Junobos fördert, oder? Was flüstert die denn da so, hä? Geht's um die Schlemmsteinplatte hier, oder was? Was soll jetzt bitte schön das Problem hier sein? Macht die Basaltluken zu und hierher mit euch. Und zwar ein bisschen plötzlich, ja? Kennen wir uns nicht? War das der Kleine? Wir hatten ja... Bei Breath of the Wild war doch so ein kleiner... Ist das der? Ach, Nazian, wer auch wieder da ist, unser Link. Du bist so mickrig, dass ich dich fast übersehen hätte. Junobo, was ist denn das für ein Benehmen? Und auch noch an einem Gast gegenüber. Chef, ich meine Bludo. Du hast auch nicht kapiert, wenn du mal die Klappe halten sollst, hä? Tokaschin auf dem Baut ganz Coronia. Auf die Yonubau. Hey. Aufrag. Und wer ist hier der Boss der Yonubau? No. Yonuboss. Da bist du jetzt, Bludo. Du hast hier nichts mehr zu sagen. Pa, wenn du glaubst, ich werde mit deinem Gefasel anhören nichts dazu sagen, dann kannst du dich hast du dich geschnitten. Mhm. Lass hören, Link. Was hast du hier Coronia verloren, hä? Ach ja, du suchst also Prinzessin Zelda, hm? Und gehst auf uns auf die Nerven, weil hier vielleicht etwas Seltsames passiert ist. Prinzessin Zelda, ich habe gehört, dass sie verschwunden ist. Aber wie kommt's, dass du sie noch nicht gefunden hast? Diese hübschen blonden Federn erkennt man doch überall wieder, kein Zweifel. Federn? Haben Hylianne nicht Haare? Genau. Und das ist die gleiche Farbe wie die von der Frau, mit der Junobos über Schlemmsteine verhandelt. Hey, beiden, ihr habt nichts zu reden über Sachen, die euch nichts angehen. Also hört zu. In Coronia läuft's prima. Bei uns passiert nichts Seltsames und Prinzessin Zelda haben wir auch nicht gesehen. Hier hast du nichts verloren, also verzieh dich. So, und jetzt werde ich mich wieder um die Schlemmsteine kümmern. Eine Dame lässt man nicht warten. Also, hier geblieben, Junobo. Wenn du uns noch mehr von diesen Schlemmsteinen anschleppst, dann... Oh, mein Rücken. Pa, als alter Knacker kümmert man sich eben besser einfach um seinen Rücken, als ungebetene Ratschläge zu geben. Los, Tokachin, Offrack, zurück zur Junobau-Zentrale. Okay. Ja, was für ein Frechdachs. Dabei war er mal ein ängstliches kleines Bürschchen, das mir nie von der Seite gewichen ist. Tat alles für seinen Chef. Doch das ändert sich, als er sein Bergbauunternehmen gründete, die Yonubau. Und seit sie auf der Schlemmsteine gekommen sind, haben sich Yonubo und die anderen jungen Leute verändert.
Tja, mit den jungen Leuten hier ist nichts mehr los, seit Yonubo mit diesen Schlemmsteinen gekommen ist. Niemand arbeitet mehr und sie sitzen den ganzen Tag nur herum. Manche lügen und betrügen sogar, um an ihre Schlemmsteine zu kommen. Yonubo muss doch sehen, dass hier etwas nicht stimmt, aber er tut einfach so, als wäre nichts. Wenn ich könnte, würde ich direkt in die Yonubo-Zentrale marschieren und Yonubo mal sagen, was ich davon halte. Aber die ist etwas schwierig gelegen. Zuerst einmal muss man zur Mine im Norden der Stadt. Oh. Aber mit diesem Rücken kann ich mich nicht mal in eine Lore setzen. Wie soll ich das nur weitergehen? Ah, hier hat es. Oh, geil. Okay, zuerst kochen, Chat. Wir haben unbedingt hier Sachen, was wir kochen müssen. Wüstenhitze zu trotzen. Nice. Vielleicht dann auch hier. Hitzeschutz. Körperkraft. Hitzeschutz ist kein Brandschutz. Ja, stimmt. Einzeln. Okay. Den haben wir jetzt mega viele. Ich weiß nicht mehr, die bringen mega viel, glaube ich. Die Maxi-Trüffel. Ich bin nicht mehr sicher, aber die Maxi-Trüffel waren sehr wichtig. Medizin. Wie war das schon wieder? Das mit Medizin. Kleingetier. Da. Probieren wir mal. Rutschreduktion. Cool. Nice. Ja. Lass ihn mal. Oha, was hast du denn schönes? Saphire. Ich glaube, das ist der nicht umsonst Saphir, aber ich habe, glaube ich, auch. Und wenn ich das hier da bei mir habe, kühlt das mich. Das ist super. Ich finde das Kühldingens, finde ich geil. Weil er grundsätzlich Kühleffekte hat. Ah.
Da. Ich finde die Musik so cool bei den Goronen. Ja, aber die haben mega das Schienensystem gemacht. Nee, wo willst du hin? Wo ist der? Da hinten? You are kidding me, oder? Was? Hat die gerade gewackelt? Hey, Finger weg von anderen Leuten Sachen. Nee, wirklich. Also, da. So. Los geht's! Wirklich. Wirklich! Ich bin ja dabei, dich zu deinem Freund zu bringen. Ich bin ja dabei. Juhu. Ah, der Julianer von eben. Der kennt Junoboss. Junoboss verhandelt jetzt gerade mit der blonden Julianerin über Schlemmsteine. Und niemand darf rein. Aber ich mag diese Julianerin gar nicht.
Ganz sicher sind die Schlemmsteine daran schuld, dass alle in der Stadt so komisch benehmen. Ganz genau. Und die komische Maske, die Unoboss jetzt trägt, hat er auch von der Lianerin. Unoboss war immer richtig nett, aber seit er die komische Maske trägt, hat sie sich auch geändert. Du, sag mal, bist du ein Freund von Unoboss, oder? Der Unobau wurde gegründet, um das Leben in Goronia zu verbessern. Aber jetzt geht es allen nur schlechter. Ich will das nicht. Wenn wir dich vorbeilassen, überzeugst du dann Unoboss, keine Schlemmsteine mehr abzubauen? Kachin! Hast du das gehört? Ja, da wird Unoboss wieder nett, so wie vorher. Moment, drin ist richtig heiß, so wie du jetzt gekleidet bist. Ist viel zu gefährlich für dich. Wenn du noch keine feuerfeste Ausrüstung hast, sollst du in der Zentrale welche holen. Ja, aber mit dem sollte es reichen, oder nicht? Das ist die Zentrale. Ja. 700. Du bist interessiert an der Antifeuerrüstung. Bist du vielleicht ein netter neuer Teilzeitarbeiter? Ah, dann sind unterbesetzt, also ist das eine große Hilfe. Die jungen Goronen sind besessen von Schlemmsteinen und haben die Arbeit vollständig eingestellt. Ich frage mich, ob die Anweisungen direkt von Unoboss kommen. Was du Unoboss suchst, der müsste sich im Juno-Baudepot von dem Hauptbüro um das Schlemmsteingeschäft kümmern. Ich will verkaufen. Ja, wir könnten da noch ein bisschen verkaufen. Ein paar Topas. 3 am besten. Dann Opale. 6. Nicht viel wert, hm? Bernstein. Alles. Pochzachte. Medizin. Ja. Rätselartig ein Stück Holzkohle verwandelt. Aus Antifeuerrüsse habe ich nicht viel anzubieten. Reicht auch schon, um die Hitze gut zu bestehen. Okay. Kaufe das Ding an. Ich kaufe auch Dinge an, die du nicht brauchst. Wenn du also nicht genug Geld hast, sprich bitte jederzeit mit mir. Nö, eigentlich will ich das. Okay. Nehmen wir. Brandschutz. Brennende Hitze in der Höhle völlig problemlos ertragen. Nur in die Lava darfst du nicht fallen. Das heißt, trotzdem auf der Hut. Okay. Und mit meinem Kühlstab. Aber wir haben jetzt hier nicht die ganze Rüstung, nur das Oberteil. Ja, kann ich sehr gut. Okay. Warum bleibt der gelbe Punkt? Feuerfeste Ausrüstung. Ja, du hast welche. In den Höhlen ist es viel zu heiß für Hylianer, aber mit dieser Ausrüstung ist es kein Problem für dich. Okay, aber was brennt mir da weg? Aha, der Bogen. Sonst nichts gut. Was für eine Hylianerin. Zelda? Kann das Zelda sein? Ja.
Hör endlich auf, Junoboss! Zieh die doofe Maske aus. Wir wollen, dass du wieder unser lieber Junoboss wirst. Ich? Ihr meint ich? Prinzessin Zelda hat recht, Schlemmsteine machen alle Goronen glücklich. Oh mein Gott, okay. Es bringt jedenfalls recht viel. Aber ich muss ihn genau treffen. Aber das ist nicht Zelda. 100%. Bug. Hey, nee, jetzt hast du es aber dann, oder? What the fuck? Was war denn mit mir los? Tokachin, Ofrak, was ist passiert? Ich habe die Maske von Prinzessin Zelda aufgesetzt und dann, Mann, ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ich muss unbedingt Prinzessin Zelda fragen, was es damit auf sich hat. Ach ja, wo ist Prinzessin Zelda? Da, Prinzessin Zelda. Alles in Ordnung? Niemand verletzt? Moment, was ist das denn? Ich habe da noch doch etwas gehört, oder nicht? Egal, Prinzessin Zelda ist vor der Höhle, ihr Kiesel. Die Helianerin mit den blonden Haaren war Prinzessin Zelda? Ich muss sie unbedingt fragen, was es mit der komischen Maske auf sich hat. Und wegen den Schlemmsteinen vielleicht auch, jedenfalls los. Nichts wie raus hier, ihr nach. Die roten Felsen kriegt man nur mit einem Rollangriff kaputt. Aber wenn ich mich selbst so durch die Gegend katapultiere, sehe ich doch gar nicht genau, wo ich hinrase. Link, hilf mir und zeig mir, wo du genau ich hinkugeln soll. Du zielst, ich donnere los. Mewimus macht über Feuer. Flammenball über beliebige Richtung losstimmen lassen. Okay. Jetzt komm ich! Nice. Jetzt kommen wir wieder raus. Schnell, wir müssen Prinzessin Zelda folgen. Prinzessin Zelda? Ah, oh, ich kann sie nicht sehen. Hä?
Was kommt da für ein roter Nebel aus dem Todesberg? Oh je. Hast du es vergessen, Junoboss? Du hast doch uns gesagt, dass der rote Nebel gefährlich ist und wir wegbleiben sollen. Das war, als Schloss Hyrule plötzlich abgehoben hat und das mit dem Kataklysmus passiert ist. Hier hat die Erde auch mächtig gebebt. Du hast gedacht, dass der Todesberg wieder ausbricht und wolltest nachsehen. Genau. Und als du von dem Todesberg zurückgekommen bist, hast du diese Maske aufgehabt. Ah, ich erinnere mich. Ja, ich habe Prinzessin Zelda am Krater des Todesberges gesehen. Sie hat mit mir geredet und mir diese Maske gegeben. Und Prinzessin Zelda etwa im Todesberg? Na, hier ist sie jedenfalls nicht. Vielleicht sollen wir zum Todesberg gehen. Tokachin, Ofrag, ich werde Prinzessin Zelda suchen gehen. Ihr könnt nicht mitkommen, aber ich werde sie fragen, wie alle so wie früher werden können. Bitte vertraut mir und wartet in Goronia auf uns. Link, komm bitte mit zum Todesberg, um Prinzessin Zelda zu suchen. Okay. Loren ganz nach oben. Ja. Aber kommt der auch mit? Was passiert jetzt, wenn ich jetzt da losfahre? Okay. Ah, hier unten. Ah, da kommt einer. Weiß nicht, ob man das machen muss, hier runtergehen. Die da drüben. Oh, der braucht unsere Hilfe, Chat. Okay. Dann eine... Viel Spaß im Lurk und danke, dass du da warst. Volle. Das war auch für mich nicht ganz einfach. Man muss immer auf der Hut sein. Hier, das ist für dich zum Dank für deine Hilfe. Abwehr, Kürbis, ein Topf. Ach, manche nennen mich einen Wandervogel, aber der Wind folgt und nirgends ein Nest baut. Oder schlicht Fulei. Doch im Moment reise ich um die Welt auf der Suche nach dem Schatz des legendären Räuberkönigs Ramda. Hier bin ich nun, weil ich ein Gerücht gehört habe, ein Teil davon sei in einer Höhle in dieser Gegend versteckt. Doch leider kann ich die besagte Höhle nicht entdecken. War der weite Weg umsonst? Vielleicht sollte ich mich einfach wieder dem Wind überlassen und weiterwehen. Nö. Hier.
Was ist jetzt mit dem hier? Ross! Pfeil brennt gleich. Er ist mega praktisch. Er ist ja mega, mega praktisch. Scheinbar. Kann der über Lava? Okay, super. Jo. Das wird nie funktionieren. Okay. Okay, ganz viele Leuchtsamen. Ganz viel. Flammenkopfschmuck. Oha. Oha, wie sehe ich denn bitte aus? Moin. Warte, davon hat es noch ein paar.
Ui, ui, ui.